Von der Harter Kirche aus gehen wir zum Vogel- und Naturlehrpfad und weiter zum Schleierwasserfall. Für unsere große Runde müssen wir die Straße entlang hinaufgehen bis zu einem Spielplatz. Hier am Spielplatz biegen wir rechts in den Vogel- und Naturlehrpfad ein. Anhand von solchen Schautafeln, 44 an der Zahl, werden heimische Vogelarten vorgestellt. Es geht durch Wald und Natur. So verläuft der große Rundweg des Vogel- und Naturlehrpfades über den Schleierwasserfall. Immer wieder kommt was zum Ausprobieren. Der Weg ist schön zu gehen und hat nur geringe Höhenunterschiede. Ui, schön, schau. Willkommen im Märchenwald. Die Strecke ist abwechslungsreich und bald verlassen wir dann den Wald bzw. den oberen Rundweg. Um zum südlich liegenden Rundweg zu kommen, gehen wir durch ein freies Gelände. Beim Brander müssen wir durch deren Grundstück. Dort hielten wir auch einen Plausch mit der Bäuerin. Die Hölzer verschiedener Baumarten haben auch einen unterschiedlichen Klang. Langsam kommen wir in die Region des Wasserfalls.
neben der Staumauer etwas hoch erreichen wir den Schleier Wasserfall. Der harte Schleier Wasserfall ist mit seinen 91 Metern der höchste Wasserfall des Zillertals. Vom eigentlichen Rückweg ist ein Teil wegen Bauarbeiten gesperrt, so müssen wir weiter unten im Tal ein Stück der Straße entlang. Bald erreichen wir unseren eigentlichen Rückweg. Von Weitem hören wir schon die Kirche neben unserem Hotel. Jetzt müssen wir uns die Ohren zuhalten. Nach 15-minütigem Geläute können wir in Ruhe unsere Brotzeit machen.